Moin Moin und hallo aus New York. Heute habe ich mal wieder einen Testbericht für euch. Und zwar einen ganz besonderen, nämlich heute gucken wir uns mal den PGYTEC OneMode 2 an. Das ist ein Kamerarucksack. Und zwar, um es gleich klarzustellen, der ist gesponsert von PGYTEC. PGYTEC hat mich angeschrieben, hat gesagt, die haben eine neue Kamerahalterung für GoPro. Darüber werde ich noch ein anderes Video machen. Ich habe aber vorher gesagt, ich bin jetzt diese Woche in New York, wo ich das hier auch gerade drehe. Und schenkt mir doch mal gerne euren Kamerarucksack zu. Der würde mich auch sehr interessieren. Oh, und das haben sie sofort gemacht, haben mir einen per Amazon zukommen lassen und ich konnte ihn gerade so noch mitnehmen. Da haben wir das gute Stück. Es ist ein sehr, sehr stabiler Kamerarucksack. Er ist sehr gut verarbeitet, wirklich haptisch und optisch wirklich eine hohe Qualität. Hat auch jede Menge Accessoires. Er ist wirklich sehr, sehr stabil. Genau das wollen wir ja haben für unser Kamera-Equipment. Und da geht auch eine ganze Menge rein. Aber da gucken wir gleich nochmal genauer rein, was da alles reingeht. Denn wenn man mal so unterwegs ist eine Woche und wie ich dann jede Menge Videos macht mit verschiedenem Kamera-Equipment, dann braucht man auch ordentlich Platz, aber da passt auch wirklich sehr, sehr viel rein. Und wo wir gerade bei Reisen sind, das Ding ist Handgepäck. Der passt gerade so unter den Vordersitz im Flugzeug. Auch wenn die EU jetzt die Regelungen lockern wird, mit so wie es aussieht beim Handgepäck, der passt, ist Ryanair und EasyJet konform. So. Da haben wir das gute Stück. So wie ein ordentlicher Profikamera-Rucksack lässt er sich natürlich hinten am Rücken öffnen. Tada! So, da haben wir es mit im Rucksack dabei. Eine kleine Kameratasche, die schauen wir uns gleich genauer an, sogar mit Schultergurt. So, dann haben wir hier das große Fach. Und viele kleine Fächer. Diese Fächer lassen sich natürlich noch customizen, also auf euer Kamera-Equipment zugeschnitten. Das lässt sich hier alles per Klett sehr, sehr fest verzurren, sehr, sehr feststellen. Dann gibt es auch noch mehrere Optionen, mehrere Teile dazu. Also das könnt ihr wirklich auf Objektive und Kameras customizen, wie ihr wollt. Das Ganze ist hier wirklich sehr samtig verarbeitet und auch echt mega stabil. Hast natürlich auch hier so eine kleine Schlaufe zum Festhalten. So, und dann wollen wir doch mal die Kameratasche packen. So, dann haben wir hier die 360-Kamera, Insta360 X3. Wirklich ein tolles Teil, kann man sehr viel Spaß mit haben. GoPro Hero 10, old but gold. Ersatzakkus für die GoPro, Ersatzakkus für diese Kamera. Dann kommt hier natürlich diese Kamera rein. Und wenn wir unterwegs sind, hast du hier noch Platz für Wasserflaschen, Pullover, sonstigen Quatsch. Wenn wir jetzt auf Reise sind, dann kommen natürlich noch die ganzen Ladekabel mit dazu und zum Beispiel mein Lichter, mein Gorillapod, der ist ja auch hier gerade in Benutzung ist. Das kommt alles in die kleine Kameratasche und die Kameratasche kommt dann hier wieder rein. So, und die kleine Kameratasche kommt dann hier wieder rein. Dann gibt es hier noch ein Laptopfach. Das kann man hier sogar so schön sichern mit einem Gummiband. Also, dass wenn du wirklich diese Klappe öffnest, weil da muss man sich, wenn man vorher normale Rucksäcke nur gewöhnt ist, muss man sich da wirklich umgewöhnen, dass der Rucksack so in Anführungszeichen komisch aufgeht, dass da nichts rausfällt. So, dann hast du hier natürlich dein Beckengurt, wirklich ordentlich verarbeitet, eine sehr gute Polsterung, einen Gurt hier am Rücken und wenn du es seitlich tragen willst, hast du hier sogar noch einen seitlichen Gurt. Oben, was ich erst etwas komisch fand, du hast auch oben einen Brustgurt, der ist etwas komisch gesichert hier. Der ist hier so komisch rangeklipst. Wenn man den braucht, muss man ihn hier so rausziehen und kann ihn dann drüben festmachen.
Aber man kann sicherlich auch da mal ein Einbeinstativ da reinhängen. Dann hast du natürlich hier noch kleine Fächer. Ist mir jetzt noch nicht bekannt, was man da reinstecken sollte, aber okay. Außen kann man dann natürlich noch zu, hat man noch Schnellzugriff über die zwei Taschen. Das heißt, du kannst die ans untere große Fach und ans obere große Fach. An der anderen Seite oben gibt es noch ein kleines Fach. Da haben wir jetzt zum Beispiel unsere, das ist wirklich sehr flach, aber da haben wir zum Beispiel jetzt unsere Reisepässe drin. Und hier haben wir jetzt natürlich die Tasche, die noch dabei ist. Auch da haben wir dasselbe Material, dasselbe Innenmaterial wie beim großen Rucksack und natürlich auch diese Fächer, die du dann selber nach deinen Wünschen einstellen kannst. Wirklich auch ein klasse Ding. Natürlich ein paar Netzfächer hier für Batterien zum Beispiel. Ja, wirklich ein tolles Produkt. Ist auch mit einem Schultergurt. Auch ähnlich super heftig verarbeitet, super tolles Material. Hatte ich jetzt schon zweimal hier im Einsatz in New York. Passt meine große Kamera rein, GoPro und Akku passt rein. Oder auch die 360-Kamera. Und bei der 360-Kamera ist natürlich der Teleskopstab. Der passt nur hier oben drauf. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Alles in allem würde ich sagen, es ist wirklich ein absolut solider Kamerarucksack. Den Link dazu zum Kaufen, den packe ich euch in die Artikelbeschreibung mit rein. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr über meinen Link kauft, weil das ist dann natürlich ein Partnerlink. Und ihr würdet damit natürlich meinen Kanal unterstützen, würde mich freuen. Aber schaut trotzdem immer, macht einen Preisvergleich. Amazon ist nicht immer der günstigste Anbieter. PGYTECH hat da manchmal auch, ist da manchmal im Store etwas billiger. Also der Rucksack kostet gerade, jetzt haben wir den 5. Oktober 2023, da kostet der gerade bei Amazon 240 Euro. Das mag viel sein, aber es lohnt sich. PGYTECH hat wirklich qualitativ hochwertiges Kamera-Equipment. Habe ich jetzt auch schon selber für GoPro und für die Osmo Action schon eine Menge Zubehör von PGYTECH und bin da auch super zufrieden damit. Ja, ich habe jahrelang einen Kamerarucksack von Amazon benutzt. Der war auch super, aber da hat natürlich nicht so viel Kamera-Equipment reingepasst und es war auch nicht so gut geschützt wie jetzt bei dem PGYTECH One Mode 2. Würde ich ihn mir kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ist eine Investition, schützt euer Equipment, für das wir ja auch alle ziemlich viel Geld ausgeben, ehrlicherweise. Ist einfach eine sinnvolle Investition. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus den USA.